Kalispera und guten Abend, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Runde von Ich crash mein Planetary Miner Space Engineers. Ja, was soll ich dazu sagen? Wie ihr sehen könnt, er ist noch voll funktionsfähig. Das liegt daran, da ich einfach nochmal den Spielstand geladen habe, wo er noch nicht zerstört war. Wenn man dann das doch, wie soll ich sagen, war mir einfach so blöd, das so zu akzeptieren, dass unser schöner Planetary Miner, den wir gerade fertiggestellt haben, schon am Arsch ist. Ja. Wie konnte das Ganze passieren? Wer die letzte Folge gesehen hat, na, ist ja Folgendes passiert. Ich bin hier abgedockt und dann flog das gute Teil einfach nach unten. Tja, das lag daran, ich kann es euch mal zeigen, was es lag. Ich habe es mich mittlerweile rausgefunden. Der Hauptgrund war, ich war zu übermüdet. Ja, ich spiele nämlich immer viel zu spät. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen falschen Knopf drücke. Es lag daran, wisst ihr natürlich, aber ich sag's euch trotzdem, dass ich hier die Batterien auf Recharge eingestellt habe. Na, das ist natürlich schön, das heißt, die saugen so richtig schön mit Vollgas die Energie aus meinen stationären Akkus. Was aber dann dazu führt, dass wir, sobald ich abdrucke, wir keinen Saft mehr haben für Antrieb, Gyroskop oder sonstiges. Deswegen flog das Ding eiskalt nach unten. Und rammte ein Loch im Boden, weil es jetzt natürlich auch nicht da ist. Wie ihr sehen könnt, alles wunderbar, eine heile Welt, eine schöne heile Welt. So, keine Beschädigung, nix. Weil ich einfach, wollte ich nicht so akzeptieren. Einfach nachgeladen und fertig war das. So, was ich aber auch in der Zwischenzeit versucht habe. Raus! Seht ihr? Geht schon wieder los. Schon wieder zu spät. Puh, nochmal Glück gehabt. Ich wollte herausfinden, warum wir immer, sozusagen, sobald wir abgedockt sind, haben wir ja auch ungefähr diese Haltung vom Schiff, ne? Es ist nicht ganz ausgeglichen mit dem Horizont. Hab ich auch rausgefunden, was das liegt. Und zwar, die Gyroskope sind zu weit vorne platziert. Wieso blinken die jetzt eigentlich immer? Das HUD-Element, warum leuchtet es auf, sobald ich die abflexe? Okay. Das muss wohl mit dem Update mitgekommen sein. War mich davor auch nicht. Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. So, das Problem lösen wir relativ zügig, indem wir... Ah, Update, wir müssen nur die richtige Taste drücken, so. hier hin ein bisschen. So, einmal und zweimal. Dadurch gleichen wir den Horizont, sage ich mal, aus. Ja. Hab ich schon mal gehabt, wir nehmen Schaden, aber wir haben Schaden genommen. Nur von was? Von was haben wir jetzt Schaden genommen? Ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ich weiß nie so richtig, was für Neuerungen durch die Updates alle kommen. Ich schaue mir zwar mal das Video an, was es dazu immer gibt auf der Space Engineers Kanalseite, aber ich lese natürlich nicht alle Release Notes. Das mache ich nicht. Die ganze Bugfixing-Liste und so, das ist mir alles, wir sagen, zu dumm. Ich werde dann schon merken, was neu ist. Und wenn ich dann merke, da stimmt irgendwas nicht, dann lese ich nach. Ja, so bin ich halt. So. Genau. Dadurch, dass wir jetzt zwei von den Gyroskop nach hinten versetzt haben und immer noch zwei vorne sitzen, müsste das Ganze jetzt eigentlich mehr oder weniger ausgeglichen sein. So die Theorie. Praxis werden wir gleich sehen. Jetzt überlege ich gerade nur, was wollte ich denn noch und was wollte ich noch machen? Einfarben wollten wir das Ganze ja noch, ne?
aber ich denke, das mache ich mal so, so nebenher ein bisschen. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das machen soll und wie ich das Ganze auch hier schließe, so die Verkleidung. Ja. Aber bisher wird es mal so reichen. Wir müssen jetzt, würde ich mal so sagen, wir müssen erstmal Arzt abbauen, ne? Hätte ich jetzt mal so gesagt. Okay. Jetzt versuchen wir erstmal einen Meisterstart, aber dazu diesmal nicht vergessen. Wie ist denn eigentlich der Ladestand? Mehr wie 50%, das reicht ja erstmal. Ja, das reicht. So. Sind die Akkus wieder im Normalbetrieb? Das heißt, wenn ich jetzt, ich hoffe mal, hier abdocke. Ha! Passiert nichts. Wir stürzen nicht mehr ab. Sehr schön. Nein, falsche Taste. Heute habe ich es wieder mit den Tasten. Ist ja echt ätzend. Unser Horizont ist immer noch nicht ganz ausgeglichen, aber es ist schon besser geworden. Schauen wir mal. Ja, pendel dich ein. Ja, schon ein bisschen besser. Damit können wir auch schon mal leben. So. Ja, wie ich schon in den vorigen Folgen angekündigt habe, ist das Teil sehr einfach. Sehr, sehr einfach zu steuern. Um nicht zu sagen, eine absolute Katastrophe. Ne? Beschleunige nach vorne, geh vom Gas weg. Das macht echt Spaß, ne? Ich gebe Schub nach oben. Ne? Also, das ist eine. Er schaukelt ohne Ende. Das ist furchtbar. Da bekommt man echt. Wird man seekrank. So, was wir jetzt aber schauen müssen: Wir brauchen Eisen. Hier sind unsere ganze gespeicherten Koordinaten. Iron Hole. Haben wir doch schon gegraben. Das lassen wir uns mal anzeigen jetzt. Endpoint machen wir weg. Die Auffahrt brauchen wir jetzt auch nicht. Wir sind ja jetzt flugfähig. Hier haben wir nochmal Nickel. Könnt euch auch nicht schaden. So. Da drüben. So, seht ihr, was mir jetzt einfällt? Ich, absoluter Vollprofi, das Wichtigste haben wir ja wieder vergessen. Ne? Wer weiß es? Ratet mal, was haben wir denn hier vergessen? Aber natürlich. Unser Metalldetektor. Ich hoffe nur, ich bekomme den Angebot, ohne dass das ganze Flugzeug auseinanderfällt. So. Verdammt, der braucht natürlich zwei Blöcke. Ach, Schande. Wo platziere ich den jetzt? Ja. Ich liebe ja die Symmetrie. Obwohl, Moment. Haha. Dann machen wir das einfach so. Denn die Antenne fällt auch noch. Ne, komm. Freund der Symmetrie. Nee, das Teil fällt jetzt auseinander. Dann drehe ich aber am Rad. So. Wo haben wir jetzt? Wo war der jetzt? Ich wollte doch mal die Lation sortieren, ne? Ah, immer die falsche Taschen. Detektor Components, ist ja so klar. Ich hoffe, er bleibt, also unser Planetary Miner schwebt schön weiter vor sich hin, dann holen wir kurz die benötigten Bauteile. Ist ja echt schlimm heute wieder. Ah, Detektor Components. Da haben wir noch genau zwei Stück, jawohl. Ich hoffe, es waren zwei. Schauen wir nochmal an. Gibt schönere Fahrzeuge. Flugzeuge. Nein, mir gefällt er. Bin toll.
Weh, ich nehme jetzt Schaden wieder von dieser Turbine hier. So. Auch wenn zwei die Reichweite nicht verdoppeln, ich wollte es einfach so. Sieht jetzt auch nicht so toll aus, aber naja, gut. Ganze Teil, ja. Nächste Fahrzeug wird schöner. So. Auf geht's in Richtung Eisen. Aber da ich jetzt nicht die ganze Zeit so dahin schaukeln wollte, ich versuche mit der Maus dagegen zu lenken, aber das wird nichts. Das wird nichts. Das Einzige, was hilft, wie schon mal gesagt, müssen die Dämpfer ausschalten. Dann wird es aber sehr interessant zu steuern. Ich versuche auch so ein bisschen die Geschwindigkeit im Auge zu behalten. Wenn wir zu schnell werden, dann reißt uns unsere Bohrapparatur ab. Die Soundeffekte sind schon geil vom Antrieb, muss ich wirklich sagen. Das haben sie echt toll hinbekommen. So, ich hoffe, wir waren jetzt nicht zu schnell. Das ist ja quasi auch unser Jungfernflug, ne? Haben wir ja gar nicht gebührend, eingeweiht das Schiff, beziehungsweise nicht gebührend gestartet. Bin einfach direkt losgeflogen, als ob es selbstverständlich wäre. So, die Dämpfer sind wieder an. Ich traue mich mal in die Außenansicht. Sieht so aus, als ob alles noch dran wäre. Sehr schön. Energie haben wir auch noch. Wir sind die halbe Strecke, haben wir geschafft. Dann jetzt die letzten 2 Kilometer, auf geht's. Sehr spannend, ich bin so ruhig gerade. So angespannt, ich möchte das... den echt nicht kaputt machen, weil ich will nicht immer nachladen. Das macht ja irgendwie dieses Survival-Feeling total am Arsch, aber... Durchs letzte Mal... Ach, jetzt bin ich wieder abgelenkt von diesem Oxygen-Low. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, was sagen will. Moment. Ein Problem nach dem anderen jetzt lösen. So. Erstmal wieder bremsen. Gegenschub, Dämpfer an. So, und jetzt schauen wir noch am Oxygen-Problem. Was ist damit? So, jetzt haben wir Sauerstoff. Nicht, dass wir noch sterben hier. Huh, viele Probleme heute zu lösen. Jetzt sind wir ja gleich da, hoffentlich. Jawohl, wunderbar. Hier soll es Eisen geben. Unser Detektor schlägt auch schon an. So, dann gehen wir mal in die Außenansicht. Und versuchen mal eine Stelle zu finden, wo es... Ja, wo wir nicht so tiefe Löcher graben müssen, ne? Ich glaube, hier waren wir schon ganz gut. So. Ja, ich denke, besser wird's nicht. So, was brauchen wir jetzt? Wir müssen unsere ganzen Drills als Waffe erstmal aktivieren. So, wunderbar. Gut.
Was wir jetzt noch brauchen, wieder die falsche Taste. Den Rotor. Ich würde sagen, Toggleblock on off. Müsste eigentlich so das Richtige sein, was ich will. Schauen wir mal. Muss ihn ganz kurz dazu einstellen. Okay. So mal ein ganz klein bisschen. Wie schnell dreht sich das jetzt? Schon fast zu schnell. Obwohl, es geht, wenn ich ihn jetzt ausschalte. Zack, bleibt stehen. Und wieder an. Na, sehr schön. So war's gedacht. Und natürlich das Wichtigste. Sobald wir sind jetzt ausgerichtet. Schön im Horizont. Sehr schön. Dann bohren wir jetzt. Und natürlich erstmal nur, wir nehmen die ganze Erde hier nicht mit, ne? Hier. Wow, was ist das für ein Lärm? Wir machen einfach nur mal Platz. So einfach und so laut vor allem, was ist das für ein Krach? Ach so, ist angenehmer. So. Jawohl, muss ich so schauen, dass das Schiff halbwegs im Horizont halten kann. Also sehe ich den Horizont nicht mehr. Mal ganz kurz. Ja doch, es geht gut voran. Langsam, aber gut. Ich bin da momentan leider sehr vorsichtig. Das muss einfach sein. Ich hoffe nur, wir kommen auch genauso auf Eisen. Bis jetzt noch nicht. Das ist immer noch so um die 20 Meter. Auf jeden Fall ist unser Loch groß genug, dass wir bohren, dann können wir auch dann nachher easy rausfliegen. Darum geht's eigentlich. Ich weiß, ist jetzt natürlich wieder sehr spannend für euch, aber ihr müsst das nicht immer anschauen. Nur jetzt zu Beginn würde ich echt sagen, müsst ihr mal mit mir leiden jetzt, was die Bohrlautstärke angeht. Das ist quasi unser Jungfernbohr. Einsatz. Wow. Das ist schon unglaublich. Haben wir denn schon Eisen gefunden? Nein, immer noch nicht. Dann mal weiter. Bisher trage ich das Material nur ab. Ich nehme es aber nicht mit. Ne? Ich betätige die rechte Maustasche. Einfach nur, um mir hier den Weg frei zu bohren. So, immer noch nicht, das gibt's doch gar nicht. Das ist schön leise. Hört man gar nichts, wegen der Kameraposition, aber sobald ich näher komme, wird's wieder extrem laut. Aber wieso sehen wir immer noch kein Eisen? Das stört mich jetzt so ein bisschen. Haben wir die Ader nicht getroffen? Das wäre natürlich extrem schlecht. Müssten wir eigentlich seitlich bohren. Das können wir aber nicht. Na gut, dann versuche ich mal wieder vorsichtig.
nach draußen zu gelangen. So, also hier war nichts. Dann gehen wir jetzt mehr zur Seite. Ja, auch ganz draußen, ich glaube schon. Also auf jeden Fall, die Bohrung verlief sehr gut, würde ich jetzt mal so behaupten. Jetzt sind wir aber genau drüber. Das Einzige, was auffällt, wir brauchen eigentlich eine Kamera für den Blick nach unten. Ja, damit wir einfach sehen, ob wir auf Erz gestoßen sind oder nicht. Und Licht wäre nicht schlecht. So wie jetzt, wenn es dunkel wird. Das wäre ideal. Zwei Verbesserungen.